Das ist nämlich langsam wichtig, weil wir überleben ja sonst irgendwann nicht mehr die Waffen der Gegner. New Target. Counters, decrease the supply. Entweder kann ich das Supply Decrease verhindern. Oder Major Breakthrough in Avatar Project. Das Avatar Project ist wichtiger tatsächlich. Weil sonst sind die direkt zwei Punkte weiter. Außerdem kriege ich dafür nochmal Supplies. Ja. Setting course for East Africa. Ich denke, das mache ich. Aber bevor ich das mache, hole ich mir kurz was zu trinken. Moment. So. Wen haben wir denn jetzt hier eigentlich zur Auswahl? Du gehörst nicht zu meinem Trupp. Und du auch nicht. Dich will ich nicht haben. Das sieht also alles ganz gut aus. Ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal. Sieht jetzt hier die schöne neue Waffe auf dem Rücken. Schöne neue Schwert. Auf geht's. Ehen erster Versohn. Beginn mich. Ich hoffe, das Team würde jetzt komplett überleben, am besten ohne irgendeinen Kratzer zu kriegen. Das wäre das Allerbeste. Disrupting the aliens' progress is our highest priority, so we're moving to destroy the relay before they complete the transfer. Terminate any hostile forces operating in the area. Secure the site and destroy that relay. Metis 1-5, the communications relay is up ahead. Move in and destroy the target. Na klar, ich regel das. Alles klar. Wir müssen jetzt eh erstmal gucken. Aktuell sind wir ja noch in versteckt unterwegs. Wir haben nur halt hier begrenzt Zeit, das ist das Problem. Den move ich erstmal hier hin. Du bist uns ein Nahkämpfer. Oh, hier ist ja alles offen. Ach Gott, ist das hässlich. Ist hier überhaupt nichts, wo man sich verstecken könnte. Bin schon unterwegs. So, move wir mal so, dass wir hier wissen. Uns aufteilen. Ein bisschen verteilt muss man halt stehen. Sonst wird's schwierig. Begebe mich zur Zielposition. So. Und wir dürfen da nicht rein, sonst werden wir direkt entdeckt. Und da sind Mutons wieder dabei. Das wird halt schwierig. Tatsächlich. Bewegung, Bewegung! Ich hoffe, ich komme ein Stück ran, bevor das hier problematisch wird. Unterwegs. Ist hier schon als Höhenvorteil, wenn ich ihn da hinstelle? Gute Frage, oder? Feuerschutz. Ansonsten kann ich ihn nirgendwo nach oben stellen. Doch da könnte ich, das Auto kann ich, glaube ich, oben drauf. In Ordnung. So, mal sehen. Die kommen sogar zu mir. Frage ist, will ich die jetzt schnell angreifen, um die möglichst schnell auszuschalten und versuche mich durchzuschleichen. Dann muss ich aber außen rumrennen. Wechsle Position. Aufs Auto komme ich gar nicht drauf, tatsächlich. Begebe mich zur Zielposition. So. Blöd. Ach, du bist ja auch ein Sniper. Was hab ich denn? Hab ich denn nee, du bist echt ein Sniper. Hab ich keine Ahnung, was ich da gemacht hab. Tempo. Warum ich dich hier vorne stehen hab. Ah, aber jetzt bist du da vorne. So. Phil Bingo Äquivalenz. Wäre ja ganz cool, wenn ich dich in die Nähe bringen könnte, wo du irgendwie dann direkt mit der Schrotflinte zuschlagen kannst. Oder wir versuchen uns vorbeizuschleichen. Los geht's. Dann solltest du immer hinterher. Und nicht hier hinten bestätigt. Rumstehen bleiben. Oh shit. Ich dich hier hinschicken. Sonst komme ich gar nicht da rum.
die da drin stehen, ist mir tatsächlich relativ egal. Dass sie überhaupt da sind, weil... Okay. Da ja eh so ein Überwachungsgedöns war, wie es hier auch ist. Also, da reinzulaufen, hätte ich eh nicht gekonnt. Und los geht's. Wird erledigt. Nehmen wir hier mal mit den Snipern die gute Deckung. Müssen wir langsam uns darauf vorbereiten, dass wir ballern. Moving for. Bestätigt. So, die ist jetzt halt hier in der Schrotflinte, ne? So, du hast ja eigentlich auch eine ganz gute Deckung. Die ich gar nicht unbedingt aufgeben will. Scanne Gebiet. Die bleiben da stehen. Mhm. Aber ich komme nicht rein, ohne gesehen zu werden, außer ich darf hier ganz hinten oben. Da muss ich hier vorbei hinten reinlaufen und hoffen, dass da niemand ist mehr. Hm. Soll ich mal versuchen, einfach das komplett sneaky zu machen? Schon unterwegs. Hier von hinten ins Gebäude zu kommen? Feuerschutz. Wir können hier sogar versuchen, was zu hacken mit Rico, fällt mir gerade so auf. Los, los, los! Dann mal los! Chip, 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 chip. Wir haben keine Deckung mehr, wenn wir so weit vorlaufen. Das will ich also nicht. Los, los, los! So, rumgelaufen. Wird erledigt. So, wir sind also jetzt ein Stück dort rumgekommen. Sehr schön. Immer noch ohne entdeckt worden zu sein. Die Zivilisten gehen mir hart auf den Keks. Begebe mich zum Ziel. Wie gut ist die ja. Mir ist relativ Wurst, dass jemand so lang läuft, wie wir halt lang laufen, ne? Finde ich gut. Wenn ich jetzt hier durchspringe, weiß ich nicht, ob ich entdeckt werde, ob das hier irgendwie jemand alarmiert. Bin schon unterwegs. Schick noch mal den Blödi hinterher. Der, warum schickt ihr den Sniper und den Support vor? Ist eigentlich auch ein bisschen nicht so schlau. Ist ein bisschen blöd. Was denn das Foto? Ich weiß jetzt nicht. Das sieht halt so aus, als würde es triggern, aber die Markierung ist erst jetzt. Los geht's. Hoffen wir mal, dass er mir die richtige Markierung macht. Anscheinend. Zack. Okay, bin unterwegs. Moving quickly. Moving quickly. Ich bin nämlich ein ernster Soldat, damit ich verstimme. Und bin Batman. Oh, die kommen, die bewegen sich auch. Nach unten. Interesting. Ja. Ich bin Batman. Oh, jetzt kann ich nicht mehr laufen, ohne gesehen zu werden. Das ist natürlich schade. Oh. Dann gehst du jetzt auf Overwatch. Du gehst auf Overwatch. Was mache ich denn mit dir? Du könntest halt deine Whiplash bzw. deine Wrath benutzen. To pull yourself to an enemy and deliver the Ripjack Strike. Ich weiß nicht, was ein Ripjack Strike macht tatsächlich. 8 Schaden. Wow. Macht auf jeden Fall 8 Schaden. Wäre das vielleicht ein ganz guter Öffnungsmove. Tatsächlich. Bei dir will ich aber auch mit den Melee-Waffen noch weiter angreifen gegen die Viecher. Deswegen will ich dich, glaube ich, einfach mal stehen lassen. Und bei dir brauche ich eventuell das Aid-Protocol. Verstanden. Halte die Augen offen. Also machen wir mal. Oder ich crappe mich halt irgendwo hin. Nee, das will ich nicht. Machen wir mal. Wrath. 8 Damage. Gegen den hinteren. Oder stehen wir denn auf seinem Platz? Ich weiß nicht, wo ich dann stehe. Kuckuck. Commander, we have a positive ID on the alien relay.
dead. Steht hier auf deiner Seite oder steht er einfach mitten im Nichts? Hätte sie mal treffen können. Trefft! Okay, du hast getroffen, aber du hast nicht getötet. Kannst du nicht dich eins... Verdammt. Oh, Moment mal, ich darf immer noch? Ich darf immer noch schießen sogar? Alles klar. Utilizing Hook. Und das ist sogar eine Free Action, ne, der Hook. Sprich, dann bewegen und dann immer noch ballern. Moment, das ist auch ein Free Action. Hier, 6 Damage. Kaditsch! So, haben wir den tot. Finde ich gut. Jetzt kann ich den natürlich noch angreifen. Mach ich den jetzt noch mit den anderen. Habe ich nur 49. Hingelaufen komme ich nicht mehr. Und hier habe ich irgendwie 44 Trefferwahrscheinlichkeit. Das ist nicht so viel. Begebe mich zum Ziel. Dann geben wir dich auf Overwatch. Und dir gebe ich das 8 Protocol, weil du so weit vorne stehst. Ich hoffe, das ist die richtige Wahl, dass er das 8 Protocol kriegt, weil er halt direkt in Flanke steht von einem Gegner. Dann gehen wir auch nochmal auf Overwatch. Und du holst einfach ins Gesicht. Hätten sogar noch in Deckung begeben können. Oh! Hallo Assassin! Der kann jetzt Robotic Allies beschwören und ich habe niemanden, der das Shit schreddern kann. Einfacher zu treffen von oben und kriegt mehr Damage von Templern. Ich habe aber keine Templer dabei gerade. Das könnte jetzt übel werden. Komm schon, mach den Mutant platt. Oh, nee. Mach den Mutant platt. Jawohl. Geh doch. Mutons sind ekelhaft. Die haben auch ekelhafte Waffen. Okay, auf den der weitesten weg ist, schießt er. Alles klar. What? Durchs Auto geschossen. Er wird einfach mal durchs Auto geknallt. Oh. No. Why you do this to me? Ich krieg doch jetzt keinen. Wer hat die Flashbang dabei? Der hat noch eine Flashbang dabei. Kriegt er nicht bis da hoch? Kriegt er die von da bis da hoch? Ja. Besten. Ja, genau so. Flashbang, hoch damit. Dankeschön. Das war wichtig. So, jetzt. Lightning Hands. 64. Versuchen wir es einfach mal. Eine kostenlose Aktion. Getroffen! So, jetzt können wir hier dahin gehen. Und dir das einfach ins Gesicht ballern. Kackvieh. They exist to serve the elders, to fight and die on the field of battle. So, und du machst ihn platt. Sehr schön. Feind vernichtet. Perhaps you'd like to try a more adept sparring. Ah, aber den hier muss ich mal heilen. Der hat gerade 5 Schaden gekriegt, ne? Hier. Immer mit der Ruhe. Das wird schon. Rekrut, heil mal den erfahrenen Soldaten. So.
Mach ich jetzt mit dir. Ich muss halt okay, mal ein Stück näher ran. Ja, Moment mal, hab ich irgendwo einen Gegner übersehen? Oh, ich hab einen Gegner übersehen. Shit! Alter, hab ich den ja richtig dumm platziert. Oh nee. Verstanden, Brücke ab! Wieso hab ich den Gegner übersehen? Ich muss auf das Ding schießen, auf den. Und hoffen, dass jetzt das rausreicht. So drei, einmal. Jetzt hab ich 50-50. Oh, komm schon! Jawohl! War ja nur ein bisschen close. Hab ich einfach mich verzählt. So, schieß nochmal drauf. Auf dieses Vertragungsgedöns. No ammunition. Roger. Du kannst eh gerade nicht schießen. Kannst du dich bewegen, das Ding einsammeln. Elite & Co. Advanced Autoloader. Sehr schön. Es gibt nämlich kostenlose Nachladeoptionen. Position bestätigt. So, du rutschst mal ein Stück nach. Oder auch ein längeres Stück. Weil wir werden eh gleich im Nahkampf angegriffen von einem unsichtbaren Gegner. Was leider Gottes ein bisschen fies ist. Target Preview. Kannst du noch nicht sehen? Web. Wohl muss ich denn laufen, um das zu sehen? Hier vorne erst. Wird erledigt. Muss ich mal dahin sprinten. Du kannst aber. Sehr schön. Na dann schieß mal. Das Ding schon mal platt. Haben wir den eigentlichen Einsatzzweck erfüllt? Feind nähert sich unserer Position. We've confirmed destruction of the relay. The alien transmission is down. Interest all enemy targets. Wo ist ein Evac? Gibt's Evac schon? Gibt noch keinen Evac, ne? Ich könnte es einfach rufen. Dann hätte ich meine Mission erfüllt, aber dann hätte ich halt nicht alle Gegner getötet. Ich mach mal Hangar down, für den Fall, dass das angegriffen wird. Weil es ist ja immer nur der Chosen in der Gegend. Tatsächlich. Ich frage, ob ich mich mit dem anlegen will oder nicht. Wenn die einmal sichtbar ist, ist es eigentlich. Wenn die einmal sichtbar und in Reichweite ist, ist es einfach. Extrem einfach anzugreifen, aber die ist halt ewig nicht sichtbar. Chosen Action. Da kommt doch jetzt irgendwas. Boah, Daze direkt. Und du rennst jetzt noch sonst wohin, oder? Die ist doch fast tot. Rico! Ich glaube, sie hätte sie gerade getötet und ihre Elderpause sozusagen hat sie sozusagen verhindert. Ach komm, sie wollte sie halt sonst wohin sprintet. So. Wer kann denn? Du kannst auch davor. Bestätigt. Und sie wieder aufheben. Ja, greif sie mal bitte. Kann mich nicht orientieren. So, nicht mehr dazed, sehr schön. Humans do share an admirable sense of loyalty, even in the face of certain death. Ich bin nur noch halbe Deckung, oder? Steht das irgendwo? Ob die ganze oder halbe Deckung hat? Geh mal hier rüber auf jeden Fall. Hier müsste ich jetzt auch die Assassin sehen, sehr schön. Auf die muss ich mich komplett ballern jetzt. 71, hier komm, schieß. Ich überhaupt mal Damage mache. Komm schon, ich versuch's. Ah, shit. Der ist so gut, der Sniper, der kann durch Wände schießen, ne? You.
So, ich kann nicht mehr move, ich habe schon nachgeladen. Frage ist, kann ich sie flashbangen? Hilft mir das irgendwas, wenn ich sie flashbange? Ich werde es mal versuchen. Immun! Oh, lol. Ja, GG. Einfach mal immun gegen Flashbang. Oh. Hier vielleicht mal lieber hier rüber. Den Purifier will ich nämlich nicht ins Gesicht schauen. Shotgun 54, ey. Bestätigt. Überwachung auf Overwatch. Gehst du auch auf Overwatch? Bin ich das schon wieder Riku stirbt. Oh, gemarkt, okay. Hat Lumi gemarkt, das ist schon mal ganz okay. Oh, er hätte es mal getroffen. Hätte ihn mal alle getroffen auf das scheiß Ding, das wäre explodiert. Oh nee. 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 Okay, noch geht's. Und ist auch sogar verfehlt, sehr gut. Schwerer Beschuss in dieser Zone. Choosen Action. Oh nee. Blinded. Okay. Das Feuer breitet sich aus. Will nicht brennen. I am coming for you, Commander. Okay, ihr könnt gerade nichts tun. Also wirklich nahezu gar nichts. Der kann ich einfach ins Gesicht schießen, theoretisch. Das ist aber auch 84 und macht 5 bis 7. Das wäre halt viel einfacher, dich, wenn du den töten kannst. Oder wenn ich Riku zurücknehme. Ne, die hat erst ab hier Sicht auf denjenigen. Ne, ich darf nicht zu weit weggehen von meinen Leuten, damit ich immer wieder aufheben muss. Das ist ein bisschen das Problem. Deswegen würde ich nämlich einfach einen Down machen, bis das Blind weg ist. Ah, du kannst auch. Komm schon. 76%. Sehr schön. Perfekt. Dann kann sie nämlich den Typen flankieren da vorne. Hier, den hier. Befehl bestätigt. 94%. Komm schon, gib ihm. Sehr gut. Schön gemacht, Lumi. So. 26, du brauchst das. Das ist Quatsch. Und du gehst mal auf Hunker Down. Warum ist das denn explodiert? Sehr schön, nochmal vorbeigeschossen. Mir geht es gut. Und langsam kann ich ihn flankieren. The winds are my province. Die Sache ist mir zu heiß. There will be no escape. Okay, ist jetzt wieder unsichtbar einfach? Kann das sein? Bestätigt. Ist einfach wieder unsichtbar ist. 69%, ist nicht so viel. Komm schon, du schaffst das trotzdem. Lumi! Nicht die Wand dahinter. Lass den Typen treffen. Hab keine Munition. Ziehe los. Bitte Feuerschutz. Du musst dich mal irgendwie ein bisschen verziehen, habe ich so das Gefühl. Achso. Kannst dich aber nicht verziehen, weil Dingensbummens im Wege steht. Weil Dingeling da oben im Weg steht. You are perhaps the lowliest of all the wretched creatures inhabiting this world. Look on your death today. So, und du heilst dich erstmal selber. Medikit hier. Dich selber. Nicht bewegen, das wird schon wieder. Damit du nicht nur mit einem HP hier rumläufst, ey.
Sehr schön. Target Preview. Hier habe ich wieder ein Target Preview. Eigentlich wollte ich ihn oben stehen lassen, damit er möglichst von oben schießen kann, weil er dann ja Vorteile hat gegen den Dingensbummens. Komm schon, du schießt einfach mal bei 35%. Und triffst sogar. Sehr schön. Sehr, sehr schön. 37% ist natürlich nicht so wahnsinnig hilfreich. Dann übernimmst du jetzt die obere Position. Okay, wieder durch die Wand erschossen. Die Soldaten von mir sind einfach so stark, die können durch Wände schießen. Okay, der Choose ist immer noch da. Ist nicht abgehauen. Macht das viel Damage und die Rennen fallen immer noch weg. Das ist vor allem das Hauptproblem, dass sie angreift und wegrennen kann. Ah, das ist das Hauptproblem. Mechlord. Ach nee, ich hätte wirklich abhauen sollen. Ich hätte wirklich abhauen sollen. Ah, fuck. Bleibt sie jetzt wenigstens stehen, wenn sie schon so ein Shit beschwört, nachdem sie angegriffen hat? Komm schon, bleib wenigstens da stehen, du Tussi. Nope. Wie? Die kann immer Kilometer weit rennen. Erstmal reviven. Deswegen zusammen stehen bleiben. Ich bin bereit. So. Ach, ich hätte nicht nachladen, sondern mit dem Meli-Waffe angreifen. Das wäre auch noch gegangen. Verstanden. Bin unterwegs. Du siehst sie nicht? Ach komm! Und los geht's! Ach, verdammter Mist. Rücke aus! Cool. Stimmt, springen alle durch. Okay. 100%. Power 2 Anführer auf jeden Fall. Einen Anführer muss auch noch angreifen. Rüstung hält Stand. Wenn ich noch so einen Angriff kriege, brauchen sie sogar mit mehr als zwei Leben. Und naja, doch. Wrath. Hat 5 Damage auf jeden Fall. Wird aber 2 aufgesaugt. 5 bis 6. Vielleicht mal einen Grappling Hook lieber. Repositioning. Und das Ding eigentlich auf jeden Fall töten. Bedeutet, du musst auch noch mitmachen, Equi. Lightning Hands, komm schon. Ne, ich will auf Nummer sicher gehen, deswegen Lightning Hands vorher drauf. Mach nicht nur einen Damage. Rüstung hält Stand. Ja, jetzt kann ich noch mit der Pistole. Oh, die Pistole reicht halt nicht. 87 zu 66. Immer nur ein Damage. Das ist doch kacke. Kack, yes, 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 yes. 3 bis 4 Schaden. Ich bräuchte halt den 4 Schaden Roll jetzt, wenn ich Pistole nehme. Oder ich gehe halt auf 66%. Ich gehe auf 66%, komm schon. Jawohl. Uff, hab ich das Ding erstmal platt. Oh, schießt sie jetzt? Oder macht die jetzt einfach alle von mir in diesem komischen Zustand? Alle drei? What? Wie soll ich denn da hinkommen? Also, da geht glaube ich noch. Die kann ich glaube ich beide reviven oder holen durch den einen. Aber der da oben. Hoch mit dir und raus da! Was geht hier vor sich? So, die zwei habe ich schon. Ach, wie komme ich denn an den da in der Mitte ran? Doch nicht mein Skirmisher gerade.
Okay, ich kann zu ihm hinsprinten, das geht noch. Kannst du zu ihm hinsprinten? Ja, kannst du. Sehr schön, dann machst du das. Los geht's! Nicht bewegen, das wird schon wieder. Uff! Auf die Entfernung drei Leute in Daze versetzen, ey. Und auch noch damagen, glaube ich. Wenn mich gerade nicht alles täuscht. Also, du holst du mal das hier unten. Begebe mich zum Ziel. Vieh ist mit euch eh nicht anzufangen. Du lädst nach. Und weiter geht's. Und du lädst auch nach. Alles im grünen Bereich. Ich könnte aber noch einen Wrath geben. 5 Damage. Komm schon. Try as you might. You will never stop the hunt. Raches Blutwurst. I will remember each and every insult made by your kind. 74%. Komm schon. Jawoll. Wir jagen dich jetzt. Vielleicht hätte ich das nicht tun sollen. Nein. Nicht töten, nicht töten. Oh, Bleeding Out. Ich kann ihn noch holen. Ach Gott, wie weit sie rennt. Moment mal, aber da stehen wieder Leute von mir. Warum gibt es hier kein Target Preview und warum kann ich das eigentlich hier nicht einsammeln? Wenn ich hier drin stehe? Hä? Sieht sie ihn nicht? Ich wollte mich jetzt nicht verarschen, oder? Und los geht's! Ich muss sie komplett jagen. 94. Pam! Crit. 4 Damage. Nicht 5. You will share in my pain. Du hast noch keinen Run and Gun. Du kommst auch noch nicht da. Verdammt, Mann, wozu gibt's eine Pump Gun? Aber hierhin kann ich. Rücke aus. Wo gehst denn du hin? Da ist ein Loch. 36 hat nichts an Prozenten. Aber jetzt habe ich ein Target Preview hier. Und los geht's. Aber du bist halt immer noch mitgenommen. 62, komm schon. Rico, richtig. Jawoll. Yes, 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 ja. Das müsste der letzte Gegner auch gewesen sein. Magazine sind leer. Hoffe ich. Spiel? You are the only ones who have ever forced my withdrawal. And now you leave me no choice but to flee once again. Yes. Status confirmed. All hostiles are down and the area is secure. Damit habe ich auch alle meine Leute noch. Keiner ist gestorben. Sind zwar alle verletzt, aber keiner ist gestorben für den Assassin. Und ich habe nicht mal den Templar dabei. Der wäre super wichtig gewesen. Da kann man schon mal ein Mission-Foto machen hier. Fight for Earth, fight for your future. Sehr schön. Continue. Ja, jetzt bin ich ein bisschen stolz auf mich, dass wir das so gut geschafft haben, Leute. Und I survived, genau. Und Chris hat überlebt. Du hast sogar einen ziemlich guten Beitrag dazu geleistet, ja? Du hast zwar nicht gut geschossen, aber du hast die Leute geheilt. Allow these dissidents to fill our hearts with fear. The victory today is a minor footnote. Harter Kampf. Harter Kampf gewesen. A small bump on the path of salvation the elders have set forth for us. Dass die halt ewig weit wegsprinten kann, wenn die angegriffen hat, ist echt übel. Übel. Ich bin der Meinung, das war früher auch nicht so. Das, glaube ich, haben sie ein bisschen gebufft. Hier haben wir jetzt das schöne Bild. Wer war denn der wichtigste Most Damage? Okay, der Typ. Ah, das wechselt hier zu schnell. Ich hätte mir gerne angeguckt und du bist vor allem voll im Weg. Blöd, Mann. Moved first, Lumida. Sehr schön. Läuft. Promoted! Hier, Kid, du bist promoted worden. Und du bist auch ein Supporter geworden, sozusagen. Also Hacker und Supporter. Du hast damit nicht die dicksten Waffen. Aber du bist trotzdem sehr, sehr wichtig. Das sind natürlich die wichtigsten Leute tatsächlich im Squad, meiner Meinung nach. So.
Und du kriegst Shadow Step, damit kannst, löst du kein Overwatch aus, das ist super wichtig. Und Rico, du kriegst hier, das kriegt dann Chris im nächsten Level auch, ein Medical Protocol, um besser heilen zu können. Sind bloß die verwundet? Ihr seid komplett ohne Verwundung durchgekommen. Krass. Aber halt 17, 22, 25 Tage. Equi hat schon 28 Kills auf seiner Uhr. Das ist schon krass. Ich muss gerade nochmal reingucken, wann ich los muss. 18:30, Oscar. Okay. Repeater, Advanced Autoloader, Advent Data Pad. Und Delirium Core und jede Menge Corpses. Alles klar. 190 Supplies. Und wir haben das Major Breakthrough für den Dark Events gecountert. Advent Burger. Are you eating it? Or is it eating you? Dennis, Denso, wir sind Level 2 in unserem Bond, aber ich darf, kannst du nicht trainieren. Da kann man nämlich Special Sachen trainieren. Wir saufen gerade hier zusammen in der Bar. Negative Trait acquired. Lieutenant Enmo Sparta Aim. Pyrophobia. Chance to panic and burning or squadmates are burning. Ernst, der hat jetzt Angst vor Feuer? It was the purifiers. It didn't leave anything to chance. Okay. Puh. So, Intel. Avenger plotting new course. Hab ich jetzt Investigate gedrückt oder was? Ich wollte eigentlich gar kein Intel holen. Ich will mal kurz gucken. Power Relay? Ich will nicht noch ein Power Relay bauen.